Hi Leute, willkommen bei WK Investiert. Heute geht es mal darum, dass man die Bitcoin-Adresse inklusive Private Key in Blockchain Info bekommt. Weil im Normalfall hat man den Private Key bei Blockchain Info eben nicht, wenn man dort eine Wallet hat. Ich finde dort die Wallet ziemlich cool, weil die Sicherheitsfaktoren ziemlich gut eingestellt sind, was Browsererkennung angeht, 2FA, Authenticator und vieles mehr. Also da kann man wirklich auf Sicherheit, es ist da sehr viel Wert gelegt worden. Man hat auch ein Wiederherstellungsseed, mit dem man auch bei anderen Wallets wieder reingehen kann, jedoch eben nicht den Private Key in der Form, wie wir ihn gerne hätten. Und das ist aber möglich und ich zeige euch jetzt genau, wie es funktioniert. Das ist jetzt einfach mal eine allgemeine Beschreibung. Es geht im Prinzip genau um diesen Fork jetzt zum 1. August. Weil da sollte man dann den Private Key halten, eben für die andere Kette, also Bitcoin Cash in dem Fall, wenn es denn dann auch so heißt, nehme ich mal ganz stark an, BCC. Und dafür braucht man den Private Key, damit man eben auch bei einem BCC Wallet dort sein Geld runterziehen kann, was einem ja auch zusteht. Genau, dafür ist der Private Key wichtig und ich zeige euch jetzt einfach, wie ihr einmal überhaupt eine Bitcoin-Adresse mit Private Key erstellen könnt. Und wie ihr die dann später auch bei Blockchain-Info zum Laufen kriegt und dann quasi eine Kombination in Blockchain-Info mit Private Key habt. Das ist halt ziemlich cool. Genau, legen wir auch gleich los. Wir erzeugen uns erstmal eine Adresse auf bitaddress.org. Verlinke ich euch nachher auch nochmal unten in der Beschreibung, genauso wie Blockchain-Info. Wer da noch nicht registriert ist, also Registrierung geht wirklich schnell. Einmal Name, E-Mail und das Passwort und schon hat man da einen Account. Dann noch die Sicherheitseinstellung. Lassen wir es 5 Minuten sein mit der Sicherheitseinstellung und das ist auch geklärt. Und ja, also ich sag mal, das Ganze hat man dann auch in 10 Minuten komplett abgewickelt. Das ist eigentlich ziemlich cool und man hat eben einfach den Private Key. Gut, dann gehen wir mal auf BitAdress und BitAdress ist eigentlich eine offizielle Seite, die nichts speichert, also zumindest laut den Herstellern. Deswegen, man könnte jetzt hier diese Adresse online erstellen. Das funktioniert, indem man hier die Maus drüber bewegt und so hin und her bewegt. Dann erzeugt er quasi zufälligen Code. Man kann auch hier was reintippen in diese Zeile hier. Das geht alles. Also hier erzeugt er einfach dann deine Adresse. Das ist jetzt online. Man kann das Ganze auch offline durchführen, was meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen sicherer ist. Und zwar einfach hier auf die Seite einen Rechtsklick. Ihr seht das leider im Video jetzt nicht, aber ich sage es euch, also Rechtsklick, dann sagt ihr Speichern unter und dann nehmt ihr euch einfach einen x-beliebigen Ordner. Ich zeige euch nachher, wie das ausschaut und speichert es einfach. Unten steht nochmal Dateityp, dann nehmt ihr einfach vollständige Website. Das ist eigentlich überhaupt nicht schwer, das ist wie Speichern einer PDF zum Beispiel und da geht ihr dann auf Speichern und schon ist es in eurem Ordner. So. Den Ordner kann ich euch wieder zeigen, den habe ich jetzt leider. Leider, den habe ich. Schauen wir mal rein. So, ich habe das jetzt immer in meinem Musikordner gespeichert, weil da habe ich nichts weiter drin, Privates. Und die können wir einfach öffnen. Man kann sich jetzt quasi aus dem Internet komplett ausloggen. Ich habe das auch schon probiert, funktioniert tadellos. Ihr könnt euch ausloggen aus dem Internet oder geht auf einen anderen PC oder was auch immer. Wer das unbedingt möchte, man kann es auch online machen, ist in meinen Augen auch kein Problem, aber ein Ticken sicherer ist es halt offline. So. Dann starten wir die Seite auf jeden Fall. Und die fängt natürlich wieder von vorne an bei 1%. Wackelt jetzt hier mal die ganze Zeit hin und her und schreibt ein bisschen was rein, bis wir hier die vollständige Adresse haben. Die zeigt er uns nachher an, wenn er fertig ist. So, dürfte gleich soweit sein. Jetzt sind wir bei 80%, 90%. So, jetzt haben wir es schon. 100%. Jetzt warten wir noch kurz. Zack, und da haben wir es schon. So, das Ganze kopieren wir uns einfach. Jetzt mal alles komplett, was hier steht. Man kann auch diese Seite einfach ausdrucken auf Papier und hat es dann quasi und kann es sich auch in den Schrank legen. Nur wenn man es nirgendwo importiert und einfach im Schrank liegt, ist es dann halt eine reine Offline-Wallet. Das heißt, es ist wirklich nur zum Ablegen von Bitcoins. Da kann man dann keine Transaktion mehr rausführen. Also reinführen schon, rausführen nicht, weil es ist ja nirgendwo drin importiert, dass man irgendwas machen könnte. Also das geht halt leider nicht dann in dem Fall. Deswegen importieren wir es aber wieder. So, ich habe jetzt das Ganze mal kopiert. Am besten, man macht es hier in so einem Editor rein. Ich kopiere das mal hier rein. So, also hier oben haben wir die Adresse. Und hier unten haben wir noch ein bisschen Gedöns vom Text. Mach mal weg. So,
Und das ist quasi jetzt dann der Private Key, der ist wichtig, den brauchen wir. Den kopiere ich jetzt mal. Und dann gehen wir wieder auf Bitcoin Wallet. Und dort gehen wir jetzt auf die Adressen. Hier unten Einstellungen, Adressen. Und dort gehen wir auf Importieren. So, ich mache das jetzt mal eben schnell, indem ich auch hier kurz was drüber blende, weil ich habe hier nämlich ein paar Sachen, die dann beim Einblenden irgendwie automatisch reingeschrieben werden. Das ist normalerweise meine Hauptadresse. So, das kann ich euch wieder zeigen. Also wenn ihr dann hier auf das Adresse importieren im Hintergrund klickt, man sieht das dann. Ich zeige euch das auch nachher nochmal, wo der Button genau liegt. Kann man sich hier diesen Private Key nachher reinkopieren. Den habe ich mir jetzt quasi rauskopiert. Und ja, somit habt ihr den quasi drin. Und dann können wir hier auf Importieren gehen. Zack. So. Jetzt sagt er uns hier, okay, der private Schlüssel scheint in Ordnung zu sein. Man kann sich jetzt hier quasi der zugehörige Adresse anschauen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Vorne 1H und hinten 2x H. Schauen wir einfach mal in die in den Editor, ob das stimmt. 1H und hinten 2x H. Scheint zu stimmen. Dann ist das normalerweise in Ordnung. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eben, selbst wenn wir jetzt den Private Key nicht mehr hätten, wir hätten ihn verloren, wir haben ihn ja hier drin importiert, das heißt, man kann sich den hier hinten über More Options wieder anzeigen lassen. Dann kommt hier so ein kleines Sicherheitsfenster, das können wir weiterklicken. So, und hier steht eigentlich alles drin. Wir haben die Adresse und wir haben den privaten Schlüssel. Mehr brauchen wir im Prinzip nicht. Das ist schon eigentlich alles. Also einmal hier bei bitaddress.org einer erzeugen. Das Ganze hier importieren, die Bitcoins natürlich noch hier drauf schieben, nicht vergessen. Und dann seid ihr eigentlich schon auf Nummer sicher und ihr habt den Private Key für die Umstellung, für den Fork speziell jetzt in dem Fall, aber auch generell, wer den Private Key gerne selber hält. Hier ist eine von den besten Möglichkeiten eigentlich, das ziemlich einfach zu machen, gerade für jemanden, der vielleicht schon bei Blockchain Info eine Wallet hat. Und falls nicht, Blockchain Info Wallet zu erstellen, ist in ein paar Minuten erledigt. Okay, das war es eigentlich soweit. Das war das hauptsächliche Bitcoin-Preis aktuell. Wir können uns den mal kurz anschauen. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier im Video. Ist jetzt wieder gestiegen. Wir haben jetzt hier 28. Das war quasi gestern. Oder heute fängt er ja an. Also heute ist 28. Jetzt ist er wieder gestiegen. Wir waren hier bei unter 2,6. Mittlerweile sind wir jetzt schon ein bisschen über 2,8 gewesen. Sind jetzt aber auch schon wieder am Rücken. Gehen. Ich denke mal, dass wir jetzt hier wieder raufgehen. Also er geht langsam auf die 3000 zu. Ich bin mal gespannt, was vor allen Dingen dann, wenn Segwit da ist, passieren wird. Ob er extrem absackt oder ob er einfach nochmal sowas von dermaßen nach oben schießt, wird sich zeigen. Auch nochmal als Hinweis an alle, die jetzt Bitcoin-Transaktionen durchführen wollen. Am 31. Juli diesen Jahres, gegen Abend hin, würde ich keine Transaktionen mehr losschicken. Bis zum, ich sag mal 3 Tage, vielleicht bis einschließlich 3.8. Aber ich würde sogar noch so weit gehen, dass ich sage, okay, ich schaue mir das jetzt die ersten 5 Tage im August erstmal an, ob die Transaktionen alle hinhauen, ob die Umstellung funktioniert. Ich werde sowieso höchstwahrscheinlich nochmal ein Video hochladen zu dem ganzen Thema. Aber wie gesagt, also ich würde sogar, ich sag mal, alle Transaktionen ab dem 31. Ich würde es einfach bleiben lassen. Und einfach mal warten und da lieber mit anderen Währungen das machen oder vielleicht mit US-Dollar, je nachdem. Also da hier vielleicht Abstand von nehmen von Bitcoin-Transaktionen derzeit ist besser. Also wirklich vielleicht von einschließlich 31. bis, ich sage jetzt mal 5. August, seid ihr auf Nummer sicher, wenn ihr dort keine Transaktion macht, dass auch erstmal soweit nichts schief geht. Wenn es dann wieder weitergeht, mache ich auf jeden Fall wieder ein Video und dann werde ich auch selber wieder mit Bitcoin Transaktionen durchführen und dann gebe ich euch da auf jeden Fall nochmal Bescheid. Okay, das war eigentlich jetzt das zur ganzen Geschichte, zu dem ganzen Bitcoin umstellen, Private Key und so weiter und so fort. Genau, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da. Ich denke, ihr wisst Bescheid, wie das funktioniert. Einfach auf den Abonnieren-Knopf drücken und dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn ich wieder neue Videos mache. Gut, das war's erstmal soweit. Ich wünsche euch was, Leute.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.